Jetzt alles, was Miami zu bieten hat. Sonne, Sommer, Strand. Ein tropisches Klima, kilometerlanger Sandstrand und lässige Stimmung ziehen Touristen aus aller Welt magisch an. Da darf unser Chefkoch Dirk Hoffmann nicht fehlen. Das schrille Leben liegt dem Rheinländer. Freuen Sie sich auf ein spannendes Abenteuer. Haha, wo bin ich hier? Traumhaft. Mein Traum. Jahrelang habe ich hier Urlaub gemacht. Miami Beach. Wisst ihr was, Freunde? Kommt mit. Ich glaube, hier werde ich was Tolles erleben. Miami im Süden Floridas ist erst 130 Jahre alt und somit eine der jüngsten Metropolen der USA. Bevor Dirk für uns das Sunshine Food testet, will er etwas über die Erfolgsgeschichte des Urlaubsparadieses erfahren. Auf geht's auf eine Tour und ich glaube, du bist Mark. I think you're Mark. Yes, Mark Gordon. Dirk. Nice to meet you. Mark Gordon. Let's go. Dann los, okay. Ich folge dir. Mark ist seit über 40 Jahren offizieller Touristenguide. Miami Beach ist eine Insel, die einst menschenleer war. Hier wuchsen Mangobäume, es gab Krokodile. Vor 100 Jahren wurde eine Eisenbahnbrücke gebaut. Mit dem Zug kam die High Society hierher. Kommen Sie nach Miami Beach, wo im Winter Sommer ist. Das ist der Platz, wenn Sie reich und berühmt sind. Seitdem gilt Miami als eines der begehrtesten Touristenparadiese weltweit. Der historische Art Deco-Distrikt steht unter Denkmalschutz. In einem Palast am Beach hat der berühmte italienische Modeschöpfer Gianni Versace gelebt. Also tatsächlich, bevor wir jetzt hier, das ist die Versace-Villa, 6 Wochen bevor er hier auf den Stufen erschossen wurde, von irgendeinem Verrückten, habe ich tatsächlich für ihn gekocht. Der hatte hier so eine Prachtvilla direkt am Ocean Drive, was heute ein Hotel ist mit 11 Zimmern und einem Restaurant. Natürlich ein bisschen teuer. Am Abend hat Dirk in der Versace-Villa eine Reservierung. Früher war ein Spaziergang am Ocean Drive gefährlich. In den 80ern regierten hier Drogengangs. Die Kriminalität ist inzwischen gering und ein Spaziergang ist für Touristen sicher. Wer sehen und gesehen werden will, ist in der Versace-Villa genau richtig. Das Restaurant Gianni's ist täglich restlos ausgebucht. Zu Recht? Die Bude brennt hier. Das ist ein Anlaufpunkt. Jeder will hier sein. Unglaublich. Die Preise sind gesalzen. Mindestens 100 Euro pro Person muss man einplanen. Doch statt Gourmetküche gibt es eher bodenständige Gerichte, die in Restaurants auf der Straße die Hälfte kosten. Für Glamour zahlt man eben mehr. Wie sieht es in Miami auf dem Festland aus? Nur wenige Kilometer entfernt liegt das elegante Viertel Design District mit vielen Edelboutiquen. Hier können Touristen dem Strandtrubel entfliehen und in vielen Restaurants und Bars relaxen und richtig gut essen. Im Edellokal Sophia wartet Barkeeperin und Fotomodel Ariel auf Dirk. Sie empfiehlt einen Appassionata-Cocktail für 19 Euro. So, der sieht doch mal richtig schön aus. Ich sag mal, Prost Miami. I love it. Köstlich. Wenn man hierher kommt, wie viel Trinkgeld muss man als Tourist zum Preis von 19 Dollar dazugeben? Man zahlt an der Bar und am Tisch automatisch 20% extra. Man kann aber zusätzlich 5-10% geben. Der Tipp ist mein Gehalt. Yes. Bis zu 30% Trinkgeld. In Miami wird es erwartet. Aus 19 Dollar werden mit Tipp knapp 25. Dirks nächste Verabredung ist gleich nebenan in einem Gourmet-Tempel. Jardinier. Mein Französisch war nie riesig gut. Heißt übersetzt der Gärtner. Schön grün ist es hier. Aber das Tolle ist an diesem Restaurant, wir haben einen Stern ob der hier unten und 2 Sterne oben. Ob die richtig was können, schauen wir uns an. Starkoch Alain Verzeroli hat in der Küche das Sagen. Einen grünen Salat, einen Thunfisch, gefolgt von Hummer und 2 Enten. Wer behauptet, in Amerika gibt es nur Fastfood und Barbecue, liegt falsch.
Guck mal, hier wird gearbeitet, wie in einem Krankenhaus, mit der Pinzette. Ich komme noch aus einer Zeit, da haben wir das einfach so gemacht. Kannst du das Anrichten selber kreieren oder musst du einem Muster folgen? Manche spritzen seitlich. Ich mache es auch so. Okay. So ein bisschen kreativ darfst du sein. Eine Variation aus gerösteter Goldrübe, roter Beetesenf und Minzeöl. Dazu Krustenchips aus Ziegenkäse für 18 Dollar. So, und hier werden die Hauptgänge gemacht. Entenkonfit mit Butterschaum, Petersiliencrunch und geschmortem Grünkohl für 28 Dollar. Leckeres Mittagessen. Den könnte ich mir gleich mal reinpfeifen. Mittags ist nur noch im Biergarten Platz frei. Schaut mal hier, das sind die Fasern von einer Ente in ihrem eigenen Fett gegart. Super lecker. Und im Vergleich zu den meisten europäischen Sterne-Restaurants günstig. Ja. Der Design-Distrikt entstand kurz nach der Jahrtausendwende und zählt bereits zu den wichtigsten Kunst- und Modezentren der Welt. Ich liebe Uhren. Die ist auch ganz nett, hat kein Vermögen gekostet. Aber hier, da wollte ich schon immer mal eine Uhr haben. Warum nicht eine in Gold? Viele Touristen sehen einen Besuch hier als Attraktion an. Die Verkäufer nehmen es gelassen. Diese Uhr ist aus massivem Rotgold und heißt Finissimo. Den Preis gucken wir später. Können Sie sie bitte anpassen? Schick, aber braucht man eine Uhr im Wert eines Luxuswagens? Darf ich handeln? Nein. Hier wird nicht diskutiert. Der Preis, der da steht, wird bezahlt. Spaß hat es Dirk dennoch gemacht. Was hat das Design-Distrikt noch zu futtern? Das Restaurant Code sieht schick aus. Und es ist wieder mal ein Sterne-Restaurant. Michelin Stern für koreanische Küche. Warum das so besonders ist, finden wir raus. Das sieht doch aus wie eine Diskothek. Das Restaurant ist ausgebucht und Dirk hat keine Reservierung. Hallo Mädels. Hi. Ich muss mich mal dazusetzen jetzt hier. Das ist doch egal, hier ist doch alles frei. Mit seinem Charme trumpft Dirk auf und ist in der Mädelsgruppe sofort willkommen. Das ist nice. Du willst schon? Sure. Ja. Zum Hauptgang werden Steaks direkt am Tisch gegrillt. Warum riecht's nicht nach Rauch? Ich zeige es dir. Ich habe hier ein Stück Fett. Der ganze Rauch, der jetzt entsteht, wird reingezogen. Siehst du das? Der Abzug ist da. Unten drunter. Clever. Für 60 Dollar pro Person gibt es reichlich Steaks aus Wagyu Beef mit koreanischen Zutaten. Und dann ab in den Mund. Kleine Happen zum Teilen mit den Girls. Das gefällt Dirk. Das ist ein bisschen scharf, auch mit dem Salat dazu. Aber dieses kurz angegrillt und das Aroma dazu, direkt am Tisch, was für eine tolle Atmosphäre. Das Beste kommt zum Schluss. Dry-aged Kobe Beef. Ich mag es, dass so viele Sachen serviert werden, die ich im Normalfall nicht bestellen würde. Wie das Gemüse. Dirks Anwesenheit amüsiert die Runde. In nur wenigen Minuten hat er neue Freundschaften geschlossen. So etwas kann nur der Hoffmann. Absoluter Traum. Hier bei den Mädels, unter den Mädels. Familie kommt zusammen, es wird ein bisschen gegrillt. Man hat viele kleine unterschiedliche Sachen, schmecken alle ganz, ganz toll. Und für unseren europäischen Geschmack finde ich es toll, weil es richtig schön kräftig gewürzt ist. Das Fleisch war super, ihr seid super. Jetzt macht die Kamera aus, ich will das jetzt hier aufessen, oder? Nur 10 Minuten Fußmarsch vom Design-Distrikt entfernt, ändert sich das Stadtbild schlagartig.
Im Künstlerviertel Wynwood sind die Hauswände mit kunstvollen Graffitis bemalt. Ich sag euch, wenn einer mit den Graffiti anfängt, dann machen die direkt alle nach. Namhafte Straßenkünstler aus aller Welt haben sich hier verewigt. Dirk hat eine Verabredung beim besten Bäcker von ganz Miami. Freunde, habt ihr das auch, wenn ihr in den USA Urlaub macht? Immer dieser weiche Toast, hier gibt es eine Bäckerei, die machen was anderes. Oh, das riecht wie zu Hause. Guten Morgen, good morning. Die Bäckerei mit dem Namen Zack the Baker ist zweigeteilt. Vorne ein geräumiges Café, das vor allem bei hippen Leuten aus der Umgebung beliebt ist. Direkt angrenzend eine Backfabrik. Der Besitzer ist ein Franzose, der Brot und Kuchen nach europäischen Rezepten herstellt. Wird das nicht langweilig auf Dauer? Ich liebe die Routine. Ich will mithelfen. Ganz Miami ist heiß auf die Backwaren von Zack. Täglich werden hier 2000 Baguettes, 500 Croissants, 1000 Sauerteigleibe und 5000 süße Backwaren hergestellt. 50 Bäcker verbrauchen hier eine halbe Tonne Mehl und 500 Eier am Tag. Und so geht eine Zimtrolle. Das mag ich wahnsinnig gerne. Ich liebe es zum Frühstück. Zimtrollen. Dirk war in Miami auf American Fast Food und Latino-Küche eingestellt. So kannte er die Stadt von früher. Es hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Internationale Speisen auf höchstem Niveau und eine Riesenauswahl an Backwaren hat unser Chefkoch nicht in dieser Vielfalt erwartet. Ah, die sehen ja aus wie gemalt, wie im Bilderbuch. Aber gut aussehen ist nicht genug, es soll auch schmecken. Eine warme Zimtrolle, köstlich. Der Preis pro Scheibe, niedrig für Miami-Verhältnisse, $3. Das müsst ihr probieren. Frisch aus dem Ofen. Dirks fröhliche Art ist in Miami genau richtig. Hattet ihr schon Frühstück? Das ist ganz frisch. Du wirst es lieben. Sieht zwar so aus, aber ich hab's gar nicht gemacht. Wie schmeckt's? Toll. Amazing. $4 für ein Stück Kuchen. Die Preise sind vergleichbar mit unseren. Könnt mich jetzt hier durchprobieren, aber liebe Freunde, kommt ihr nach Miami, schaut euch das an. Das ist wie zu Hause. Selbst die Franzosen fühlen sich hier wohl. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber ich habe noch ein paar Stationen mehr. Ein Besuch in Wynwood ist ein heißer Tipp für jeden Touristen. Dirk muss zu seinem nächsten Termin zurück auf die Insel Miami Beach. Hier ist Tag und Nacht mächtig was los. Bei einem Spaziergang gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken. Die ausgelassene Stimmung liegt wohl an dem ganzjährigen Sommer in Florida. Eines der besten Restaurants am Beach ist Jaya. Der Chefkoch ist ein Inder. Oui, Jay, haben wir eine Verabredung? Sind wir verabredet? Yes. Do we have an appointment? Hi. How are you? Is it Vijay? Vijay, yes. Vijay. Yes. Die Spezialität des Chefkochs ist das bekannteste indische Traditionsgericht Chicken Tikka Masala. In Joghurt mariniertes Hühnchen, gegrillt in einem Tandoor-Grill. Dazu gibt es eine Currysoße. Chilischoten, Kümmel und Zwiebeln scharf anbraten. Dazu Ingwer, Knoblauch und gehackte Tomaten. Das Gericht ist weltweit verbreitet. Es trifft den Geschmack der meisten Menschen. In die Soße kommen jetzt Gewürze rein. Gelbwurzel, Kurkuma. Ist mein Lieblingsgewürz. Sehr gesund. Dazu Chili-Pulver und nur etwas Garam Masala. Eine Mischung. Korianderpulver und etwas Kümmelpulver. Alle Zutaten scharf anbraten und in einem Mixer zu einem flüssigen Brei verrühren. Schon fertig? Ja, ich denke schon.
Nach 15 Minuten Grillzeit ist die Hähnchenbrust außen knusprig und innen saftig. Mit Currysoße vermischen. Fertig. Was denkst du? Ist da Limette drin? Ja, in der Marinade ist etwas Limettensaft drin. Köstlich. Nicht fehlen dürfen die Weizenfladen. Für das gewünschte Aroma und die richtige Konsistenz klebt sie Vijay an die Wand des Grills für 2 Minuten. Eingewickelt in Brot schmeckt Chicken Masala am besten. So, dann rollt man das hier schön zusammen. Dann läuft die Soße schon über die Hände. Sorry for this. Dirk hat in Indien Chicken Tikka gegessen. Wie ist die Miami-Variante? Herrlich. Das Huhn ist butterweich. Diese Aromen, ich liebe diese indische Küche. Und das hier bei dieser Hitze in Miami, das passt. Man sollte scharf essen, es ist gut für den Kreislauf. Im Restaurant Jaya gibt es auch andere asiatische Köstlichkeiten, wie zum Beispiel den chinesischen Wolfsbarsch, gedämpft und mit heißem Öl begossen. Luxuriös ist der Gästebereich. Und dann zergeht das auf der Zunge. Das ist ausgezeichnet. Eine wunderbare Idee, die habe ich geklaut. Das mache ich nach. Die Preise sind moderat. Hauptgerichte unter 30 Euro. Das ist absolute Spitzenklasse. Das hat nicht nur Spaß zuzubereiten. Es ist einfach super, super lecker. Egal, wo man auf der Insel Miami Beach gerade ist, der 14 Kilometer lange Strand ist in der Nähe. Hier wurden unzählige Hollywood-Filme gedreht. Einer der bekanntesten ist Scarface mit Al Pacino. Als Kulisse diente unter anderem das Art Deco Hotel Avalon. Dirk ist hier mit dem Chefkoch verabredet. Hier der Klassiker ist das Avalon. Und hier treffe ich einen Kollegen, mit dem darf ich kochen. Chefkoch Carl Abdallah ist in Miami eine kulinarische Größe. How are you? Thank you for inviting me. Danke, dass du mich eingeladen hast. Und ich sehe, du hast schon wieder was vorbereitet. Heute machen wir das Paradegericht von Avalon. Und das ist Paella. Aber mit Nudeln anstatt Reis. Diese Edelpaella mit Jakobsmuscheln und Hummer hat Chefkoch Carl bereits für Al Pacino zubereitet. Diesen Hummer habe ich in einer Brühe mit Fenchel, Karotte, Estragon und Lauch gekocht. Statt Reis verwendet der Chefkoch sogenannte Orso-Nudeln, die wie Langkornreis aussehen. Seit 40 Jahren ist Carl der Lieblingskoch der Promis. Ich habe für viele Stars gekocht. Madonna, Stallone, Julio Iglesias, Muhammad Ali. In all den Jahren habe ich so viele Promis getroffen. Da waren Filmstars dabei, Politiker, sie waren alle da. Das nimmt jetzt hier richtig schön den Saft auf. Schau mal, finde ich sehr interessant. Bei vielen Paellas hat man sehr oft, dass das dann eher so klebrig und matschig ist. Stars kommen jetzt seltener zu Besuch. Wegen dem Massentourismus bleiben sie lieber in ihren Villen oder auf den Yachten. Doch für Carl ist sein Arbeitsplatz nach wie vor der schönste der Welt. Sag mal, wie ist es denn für dich, hier in Florida, Miami Beach zu leben? Am Morgen gehe ich zum Strand. Yes, you go swimming. Ich gehe schwimmen, oft am Morgen. Wenn ich frei habe, auch am Abend. Und ich gehe zu Fuß zur Arbeit. Okay. Das kann jeder zu Hause kochen, wobei ich das mit diesen Nudeln noch nie gegessen habe. Ich bin riesig gespannt. Ich liebe Jakobsmuscheln. Warum nimmt man die Schale dazu? Das ist ganz einfach, weil das den Geschmack gibt. Das ist so herrlich. Proteine, Vitamine mit den Nudeln da drin. Also Paella hier nach seinem Stil. Ohne Reis, mit Nudeln. I love it. Thank you. Das letzte Highlight wartet noch direkt vor dem Hotel auf Dirk. Ein Oldsmobile Super 88. Ist das mal stylisch? Cool. Baujahr 56.
Das Ding ist älter als ich, das soll es tatsächlich geben. Yes, thank you. Ah, fantastico. No seatbelt. 1955 gab es noch keine. Ich liebe diesen Sound. Klingt wie ein Boot. Der Oldsmobile ist eine echte Rarität und ein teures Sammlerstück. Der hat 8 Zylinder. Ja. Wenn VIPs zu unserem Restaurant kommen, fahren wir sie mit diesem Auto zum Hotel zurück. Und das macht der Geschäftsführer Giorgio höchstpersönlich. Dieses Auto ist das meist fotografierte in ganz USA. Ich fahre jetzt in die 9. Straße, dann rechts und zurück zum Hotel. Okay. Stilecht beendet Dirk sein Miami-Abenteuer. Sein Fazit ist bei dieser Kulisse nicht überraschend. Tja, traumhaft. Hier, die haben 360 Tage im Jahr Sonnenschein. Es ist heiß, es ist geil, es ist sexy. Miami Beach, Miami ist eine Reise wert. Ich habe lecker gegessen, ich habe faszinierende Leute kennengelernt. Ich komme gerne wieder. Miami hat sich zu einer Gourmet-Metropole gemausert. Nach unserem Dreh hat Dirk noch ein paar Tage Urlaub dran gehängt, um seine Lieblingsrestaurants und den Strand in aller Ruhe genießen zu können. Verständlich.